Guten Tag, werte Mitknastis, und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Beim letzten Mal haben wir das Kapitel Die Wahrheit abgeschlossen und haben die Wahrheit herausgefunden. Und jetzt sind wir beim Kapitel Der Klicker. Das vorletzte Kapitel, es ist jetzt direkt der Anfang. Wir sind direkt eingesperrt von Agent Nightingale. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an, das Spiel weiter zu spielen. Und ich glaube, es ist Nacht, deswegen lasse ich mal die Fatzekam drin. Los geht's. Ich glaube, meine Zunge hat mir gerade in den Mund geschissen. Oh, warte, wir sind jetzt im Knast. Oh, Herr, das ist nicht gut. Sehr treffend formuliert. Drehen wir uns lieber um. Nie wieder Alkohol. Wie oft ich diesen Satz schon gehört habe. Ich muss mit Weaver sprechen. Sie ist die aus dem Lied, die Lady des Lichts. Ganz genau, gut aufgepasst, Ellen. Die alte Schrulle? Wie du meinst, Ellen, aber wir sitzen hier fest. Wir haben uns ja nicht mal befragt. Ich musste erst ein wenig lesen, Sheriff. Und ich darf Ihnen sagen, es war eine interessante Lektüre. Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin, all die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aus der Sache werden Sie sich nicht mehr rausreden. Hören Sie mich da drin, Brad Easton Ellis? Na? Agent Nightingale, ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Tja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte das mir... Das ist derzeit nicht möglich. Agent Nightingale, ich bestehe darauf. Wake, was ist los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick, ein offensichtlicher Trick. Okay, ich habe genug von dem ganzen Quatsch. Wake, ich vertraue Ihnen damit. Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow! Los! Zurück in die Zelle, Stephen King! Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Le... Moment mal. Das kenne ich. Oh mein Gott. Licht. Wir brauchen Licht. Nur so können wir dieses Ding bekämpfen. In mein Büro. Da habe ich Ihre Sachen. Folgen Sie mir. Oh Mann! Ohne Licht haben wir keine Chance! Bleiben Sie ruhig. Ich kann den Notstromgenerator anmachen. Oh, noch eine Seite. Okay, dann folgen wir mal... Wie hieß sie nochmal? Ganz, ganz peinlich gerade. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Lichtschalter geht natürlich nicht. Agent Baker, oder? Breaker. Warte, das steht doch bestimmt am Raum. Breaker. Oh, ich bin so gut. Sicherung ist wieder ausgesprungen. Ah, sehr gut. Hat natürlich immer eine neue Sicherung dabei. Hier Ihre Sachen. Wake, was muss ich wissen? Was brauchen Sie von mir? Man kann sie nur im Licht verletzen. Nur im Licht. Ich muss Cynthia Weaver finden. Die kann mir dabei helfen, es zu beenden. Licht. Okay. Cynthia. Sie lebt in dem alten, abgeschalteten Kraftwerk. Ich kann sie schnell mit dem Rettungshubschrauber hinbringen. Na los, gehen wir zurück zu Ihrem Freund. Okay. Vor allem, eben noch inhaftiert jetzt einfach die Pumpgun genommen. Was? Ich beschwere mich nicht. Wir machen den Heli-Start klar, aber ich habe Freunde, die gewarnt werden müssen. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich brauche Ihre Hilfe. Gut, okay. Hier ist eine Liste mit Leuten und Telefonnummern. Rufen Sie die an und teilen Sie eine Nachricht von mir mit. Night Springs, okay? Die wissen dann Bescheid. Night Springs, die Fernsehshow? Klar. Oh, hey, dieser Radiofritze steht auf der Liste. Maine. Wer ist Frank Breaker? Ein Verwandter? Mein Dad. Hey, ist das hier eine Geheimgesellschaft? Schaffen Sie das? Sie sind hier in Sicherheit. Der Notstrom ist an. Diese Leute müssen alarmiert werden. Für den Fall, dass wir nicht zurückkommen. Aber Sie holen mich doch später, oder? Sobald der Hubschrauber bereit ist. Danke, Wheeler. Ich schulde Ihnen was. Okay, gehen wir, Wake. Hinten raus. Wir erledigen natürlich die harte Arbeit. Ich komme ja schon. Alles gut. Ist hier noch was? Sieht nicht so aus. Okay. Control Point. Sehr schön. Was immer sich Nightingale geholt hat, hat auch die Torsteuerung zerlegt. Von hier kommen wir nicht an den Schaltkasten fürs Tor. Wir müssen auf die andere Seite des Dachs. Ich gehe. Ich öffne Ihnen das Tor, wenn ich drüben bin. Sie bleiben hier im Licht und geben mir Deckung, okay? Sicher? Okay, aber beeilen Sie sich. Jo,
einen Weg aufs Dach finden ist unsere nächste Quest. Dann würde ich sagen, machen wir das auch mal. Ich sehe schon die Leiter da hinten ganz unauffällig stehen. Hier sind wir ja schon mal lang gelaufen. Flupp. Oh. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Dann wollen wir erstmal hier die Dunkelheit verjagen. Die am besten auch gleich, wenn wir schon mal da sind. Ich musste aufs Dach, um auf die andere Seite des zerstörten Tors zu kommen. Ein paar freundliche Tauben sind da. Tauben, nicht wirklich Tauben, sondern vielmehr Krähen, aber ja, Hauptsache Vögel, ne? Es liegt Eier, das reicht mir schon. Hallo Freunde! Okay. Hauptsache ihr schließt euch nicht zusammen. Ich hab euch im Auge. Ja. Sie können sich teleportieren. Wir waren so lange blind. Okay, machen wir weiter. Ich weiß nicht, das ist dann irgendwie was Beruhigendes. Ich weiß nicht warum. Gut, gehen wir mal hoch. Ich glaube, wir müssen ja nichts von dem allen hier irgendwie zerstören. Von daher, einen Weg auf die Straße finden? Dachte, wir sollen erst aufs Dach. Na gut. Kurze Änderung. Planänderung. Geh weg! Ja, sehr gut. Seid es nur ihr oder noch mehr? Natürlich noch mehr. Alter, das sind ja richtig viele. Ihr seid aber gleich down. Okay. Boah, war das knapp. Wo? Glück gehabt. That got lucky. Sehr gut. Oh, natürlich. Natürlich. Okay. Das wäre das. Moment. Ich habe da eben im Schatten noch Vögel gesehen, deswegen war ich gerade ein bisschen unsicher. Alter. Ganz sicher hier rüber, ne? Warte, sollen wir darüber blasieren? Oh yeah. So, was haben wir hier? Hey, Sheriff, Nitra Grow. Night Springs? Wieso das? Das ist ein dummer Witz bei uns. Das Bright Falls damals die Inspiration für die Fernsehshow war. Diese Stadt ist manchmal sonderbar, aber noch nie so sonderbar. Das glaube ich gerne. Wir müssen den beschädigten Schaltkasten überbrücken. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Moment! Kurz den Kopf reingehalten. Gute Arbeit, Wayne. Okay, bleiben Sie bei mir. Unser erster Stopp ist das Rathaus. Da sind die Schlüssel zum Heli. Okay. Jetzt sind wir immerhin zu zweit. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Natürlich, das Auto ist besessen. Macht Sinn. Warum denn nicht? Oder ist es besessen? Es bewegt sich gar nicht. Auf jeden Fall ist Breaker echt ganz gut am Start. Ich glaube, ich muss... Oh, shit. Vielen Dank. Ich muss, glaube ich, selbst gar nicht so viel machen hier. Kommt mir auf jeden Fall so vor. Oh! Noch so ein Kollege. Ah, ich wollte gerade ausweichen, verdammt. Alter, die rastet ja voll aus. Ein richtig nützlicher Kollege. Die Sarah. Sehr schön. Nice. Und den machen wir auch nochmal kurz kaputt. Sehr gut. Hier drüben ist noch so eine Notfallration. Sehr schön. Ah, okay, wir haben offensichtlich genug Revolvermunition, deswegen wollen wir die mal nutzen. Sehr gut. Sarah folgen? Na dann komm. Put, put, put. Sie folgt uns doch. Na gut, dann gehen wir einfach mal vor. Ach du Heilige. Okay. Ganz ruhig, Freunde. Oh, Alter.
Ist da hinten noch was? Nee, ne? So, ein Kollege ist ja noch. Alter, diese Sarah geht richtig gut ab. Das freut mich gerade voll. Sarah, Achtung. Geh da weg. Uff. Nein. Oh Gott, war das knapp. Ne, ich wollte gerade ausweichen, verdammt. Sehr gut, Sarah. Weiter. Ich gehe mal der Annahme davon aus, dass Sarah unendlich Munition hat. Wäre auf jeden Fall ziemlich schön. Sehr nützlich. Liegt hier noch irgendwas? Wir brauchen alles, was irgendwie... Oh, eine Amnesty-Box ist hier in der Nähe. Hier drüben, Wake. Zum Heli geht's in die andere Richtung. Ja, ich komme gleich. Ich dachte, ich hätte hier was gesehen. Guck mal, jetzt ist der Wagen nicht mehr besessen. Na gut. Hier muss es irgendwo sein. Da vorne. Was ist es? Leuchtpistole? Sehr schön. Das sieht man noch gern. Mal sehen, ob wir sie brauchen. Ich rüste mal wieder die Shotgun aus. Ja, sehr schön. Läuft alles wieder. Aber wirklich nur in diesem einen Part, dass es so gelaggt hat. Nochmal große Entschuldigung daran. Okay. Weiter geht's. Durch diesen Nebelpfad. Und der Heli scheint schon da zu sein. Weil immerhin wissen wir, wo er landet. Oh, da drüben. Du wirst aber nicht der Einzige sein, mein Lieber, oder? Würde mich schon stark wundern, wenn du der Einzige wärst. Sehr schön. Das war wirklich der Einzige. Okay. Gehen wir weiter. Aber wir haben noch 7 Schuss. Das reicht gar nicht mehr, um die Knarre zu füllen. Können wir in das Diner rein? Das finde ich ziemlich cool. Hallo? Oh ja. Aber es scheint so, als würden wir das sogar müssen. Okay, gehen wir nochmal raus. What's up, Sarah? What's up? Oh. Was steht da? Follow. Hatte ich vor. Vielen Dank nochmal an die Graffiti-Sprayer hier in der Stadt. Uff. Alter, hat er mich erschrocken. Gute Teamarbeit, gute Teamarbeit. So, noch eine Batterie. Anscheinend mussten wir doch nicht durch Steiner. Okay, jetzt haben wir sogar noch einen Anwalt hier am Start. Nice Ausweichskills. Machen wir mal so. Wir haben es ja. Es sind gerade viele auf einmal, von daher kann man sich das mal gönnen. Sehr schön. Nur noch der Dicke. Ah, nee, ein kleiner ist da noch. Nicht mehr. Na komm ruhig her, Dicky. Schön ausgewichen. Ah, er will nochmal. Da will er noch mehr. Das ist prima. Nice. Schön an die Wand geballert. Ich guck mal, ob ich noch irgendwie ins Diner komme. Wäre natürlich ganz cool. Hm. Auf jeden Fall nicht von hier. Können wir nochmal zurückgehen? Das nehme ich mir mal kurz raus. Denn das würde ich doch gerne sehen, was da noch im Diner ist, möglicherweise. Denn da gab es ja auch einen Kontrollpunkt, von daher... Da wird der ja nicht einfach so gewesen sein. Müssen wir Sarah kurz alleine lassen. So, hier durch. Wir kommen nicht mehr zurück, schade. Hätte ich gerne gesehen, was da drin war. Aber wahrscheinlich nur eine Manuskriptseite oder vielleicht noch ein kleiner Radioeinsprecher oder so. Tut mir leid, da hätte ich... Habe ich zu schnell reagiert wahrscheinlich. Okay. Ist vielleicht noch eine Manuskriptseite auf dem Klo oder so? Finde ich legitim zu fragen. Okay, hier ist auf jeden Fall noch was. Und zwar zum Emergency. Was haben wir hier? Ah, Light. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Miss Breaker. Da kommt doch bestimmt einer gleich raus. Das wäre viel zu einfach. Wake!
Jake, hier drüben, hier ist Licht. Licht ist gut. Durchaus. Schrotflintenmunition, sehr gut. Geben Sie mir Deckung. Natürlich. Warten eine Sekunde. Wo? Ah, da. Ach du Heilige. Ach, die hilft mir, sehr gut. Genau, töte die mal bitte. Ich kümmere mich um die Dicken. So. Auf den Dicken gehen, bitte. Der ist ein bisschen gefährlicher als die Kleinen. Wobei, die Kleinen kommen jetzt auch gefährlich nah. Ich helfe mal ein bisschen mit. Boah, Glück gehabt. Gerade noch in der Sekunde geschossen. Mal kurz den einen Schuss nachladen. Sehr gut. Okay, kannst du jetzt aufmachen, bitte? Okay, da kommt noch ein richtig dicker. Aber so ein richtig, richtig fetter. Den ziehen wir aber gut runter vom Licht her. Von daher soll er mir gar nicht mal so große Sorgen machen eigentlich. Nice. War ja relativ einfach, der Kerl. Ich kümmere mich ja ein bisschen um die kleineren. Sehr gut. Nice Job. Ich finde es immer noch erstaunlich, wie gut wir hier durch das Spiel kommen. Obwohl es im Albtraummodus ist. Vielleicht gerade deswegen. Hast du es? Gehen wir, Wake. Ja. Gute Sache. Gute Sache, das. So, hier liegt noch ein bisschen Leuchtfackeln. Auf dem Tisch. Natürlich, bei so einer Gartenparty. Wer nimmt denn nicht Leuchtfackeln mit zur Gartenparty? Zum Barbecue? Ah, guck mal, hier ist wieder... Sicherungskasten rumgespielt. Reparieren Sie das, während ich die Schlüssel suche. Ich habe heute schon einen Stromschlag abbekommen. Wie wäre es, wenn ich die Schlüssel suche und Sie schmoren? Schön, Sie sollten im Sekretariat auf der anderen Gebäudeseite sein. Beim Haupteingang. Okay. Also ich würde dann ehrlich gesagt nicht reingehen. Okay, da ist die ganze Zeit ein Kurzschluss. Sie hält da kurz ihre Hand dran. Mich soll's nicht stören. Ich suche nur die Schlüssel. Auch wenn Aufteilen in so einer Situation total dämlich ist, natürlich, aber... wer bin ich, um das zu hinterfragen? Die Nachricht war von Barry. Er machte sich im Sender langsam Sorgen und trieb uns zur Eile an. Ach so, ja. Der soll chillen, der Liebe. Oh, noch ein Vetter, natürlich. Okay, er ist aber alleine. Ich hab gedrückt. Er ist nicht ausgewichen. Na komm, machen wir es mal auf die harte Tour. Wenn wir jetzt hier schon kurz vorm Abkratzen sind. Alter, schlauer Typ. Echt die ausgefeilte KI hier. Aber er kommt wahrscheinlich wieder raus, naja. Das ist natürlich nicht so schlau. Aber wäre auch langweilig, wenn es so eine überschlaue KI einfach wäre. Aber das war schon, hat mich jetzt beeindruckt. Oh, Jagdgewehr. Liebste Waffe. Ja, die Jagdgewehr-Munition wäre auch ganz hilfreich dabei. Sehr schön. Was ist hier? Nothing at all. Okay. Meeting Room, ist der offen? Oh ja. Ach, da sind wir herausgekommen. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Clerk's Office. Ist noch... Natürlich, auch eine Leuchtfackel im Büro. Natürlich. Okay. Aber hier ist das Clerk Office. Oh, mit einer Handlampe. Wie stark. Sehr gut. Und Blendgranaten. Also, tut mir leid, aber da ist das Spiel jetzt gerade ein bisschen unlogisch. Hubschrauberschlüssel. Sehr gut. Okay, Sheriff. Ich hab die Schlüssel. Barry? Wieso ist er nicht drin? Oh Gott! Barry, pass auf! Barry, weg! Barry! Er hat's reingeschafft, Wake. Er ist okay. Hoffen wir das mal. Die Vorderseite ist blockiert.
blockiert. Los, Wade, gehen wir außen rum. Wir können ihn hinten treffen. Ich würde aber sagen, perfekte Situation, um den Part zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye. Welchen Knopf treffen würde. Ciao.